So, okay, wir beginnen jetzt mit dieser kleinen Beschwörung hier auf diesem wunderschönen Account. Wir wollten uns das aber noch anschauen. Wir waren ja erst hier. Er hatte auch noch eine Hathor. Dann hat er auch noch ein Eladgil und eine Diana und ein Tari. Das ist so heftig. Dafür, dass er nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sixstars und extrem viele Net 5s. Ich glaube, er hat mehr Net 5s als Sixstars. Das ist extrem. Wie viele Net 5s hat er? 1, 2, 3, 4. Also nicht, die man fusionieren kann. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, er hat mehr Net 5s als Sixstars. Hui, bringen drei Fonds was? Ja, ich denke zwei reichen. So, einer auf Gewalt Wille und einer auf Gewalt Destroy. Einen dritten könntest du auf Qual bauen oder so, aber ich denke zwei reichen. Ups. So, wir beginnen jetzt mit der Beschwörung. Raten mal, wie viele Blitze wir bekommen. Wir haben zwei garantiert, dann die 43 und die 200 Steine. Ich sag, wir kriegen 5 Blitze, okay? 5 Stück. Du brauchst jetzt... Was? Der braucht jetzt erstmal eigentlich nur Food. Ja, er hat auch geschrieben, er hat keine Wünsche, er wünscht sich nur Food. Und, warte, ich lese mal vor. Geschrieben. Habe keinen Wunsch in Sachen Monster außer Skill-Ups und eventuell eine Shazoon. Könntest du bitte alles öffnen, auch Stones? Und bitte Grüße Stefan, Sascha und Johannes. Viele Grüße an euch. 3. Ja, er will auch nichts. Er hat genug. Ja, Skill-Ups können nie schaden. Du hast eine Josephine übersehen. Hat er noch eine? Ich gönne es dem oder ihr, wo du jetzt beschwörst, trotzdem. Das ist eine schöne Einstellung. Okay, ich sag, was habe ich gesagt? 5. Ich schreibe es mir auf. So, 3, 2, 1. Let's go, baby! Habe bei ihm auch schon beschwören. Safe, es kommt nichts, bin Sascha. Ich sag euch, es kommt was. Es kam ja schon was, ein Monster. Hahaha, da ist der erste Blitz, okay. Ein Arnold. Okay, ein Blitz ist schon mal da. Wäre lustig, wenn eine 5 kommt. Irgendwie schade für viele, die noch keins haben, weil wir hier so viele haben. Ne, ich wünsche ihm eine Shazoon, das wäre am schönsten. Eine Shazoon. Oder irgendwie Skill-Ups, das wäre auch gut. So, nächster Blitz. Barretta. Wenn Comptoas einen Serverwechsel für Geld rausbringt, bin ich schneller als auf dem EU-Server, als man aus einer MS ein 3-Sterne-Monster bekommt. Ich glaube, ich weiß nicht, warum die das nicht machen. Aber ja, ich glaube, die würden das. Also, wenn die das machen, dann würden die das, glaube ich, gegen Kristalle machen oder so. Ne, no, Barretta. Wäre eigentlich voll in Ordnung, weil voll viele wollen wechseln. Ich weiß nicht, wie schlimm manche Server belegt sind. Ob es damit irgendwie zu tun hat. I don't know. Komm. Komm. Oder die hätten Angst, dass so Pro-Spieler immer die Server wechseln würden und dann die Zeiten irgendwie ausnutzen, um in der Arena dann die Belohnungen von den Top-Rängen irgendwie abzustauben oder so. Ich glaube, deswegen machen die es nicht. Wenn, dann würde ich es nur einmal machen, dass man den Server pro Account nur einmal im Leben wechseln darf. Wir kriegen eine Sabrina. Sehr gut. Gute Blitze bisher. Und viele Blitze sogar. Wir haben auch noch die Steine, da kann ja auch was rauskommen. Moin, hey. Er kann eine Shazoon aus den Steinen bekommen. Ja, deswegen hat er wahrscheinlich... Deswegen will er wahrscheinlich, dass wir die Steine öffnen. Egal, Hauptsache es geht. Gib her. Ja, würde ich machen. Aber das ist nicht mein Account. Aber ich kann meine Monster gerne, also ein paar von meinen Monstern gerne rausrücken. So, mal sehen, ob wir in den MS noch einen Blitz bekommen. Einen letzten Blitz. Nein. 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 Okay, aber wir haben schon viele Blitze daraus bekommen. So, jetzt machen wir mal die Steine. Wir wollen dich. Shazoon. Hat er wirklich keine? Nee, Shazoon, komm zu uns. Komm zu uns, Shazoon. So, bam, komm. Wenigstens ein Blitz. Ich glaube, aus den Steinen kommt nichts, aber... Los, bitte. Los. Oh, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Shazoon.
War Wind, aber leider das falsche Monster. Schade, schade, schade. Wie soll ich Segment bauen? Haben sie gerade auf Choir Rachel Speed up PHP, aber 90%, die ich gefragt habe, sagen es. Ich finde, Segment ist ganz gut geworden. Du kannst sie eigentlich so lassen. Denk an ein bisschen Accuracy. Was ist das Lied im Hintergrund? Das jetzt gerade. Das ist Culture Code und das Lied heißt Fairy Tale. Und davor hieß das Lied, falls du das davor meinst, Modern Revolt Loca mit C. Ja, eine 5. Leider nicht diesmal. Ich habe 3 Chakrams, aber keine Boomerang. Was soll das? I'm sorry. Würdest du deine Trinity gegen Akroma tauschen? Sofort! Was ist das für eine Frage? Als ob ich da überlegen würde. Würde ich sofort, man habe Vela. Das ist schon nutzbar. Die ist schon nutzbar. Ja, also Vela ist ein Typ, auch wenn er ein Armende hat. Eigentlich ja, er hat Vela Druid, er hat kein Armende. Ja, sehr gut. Namen Heaven. Hi, no. Heal needed. Sonst kriege ich aus 15 MS keinen Blitz. Neu dabei. Hi, Heaven. Hi, zurück. Also, ich bin ganz zufrieden mit der Beschwörungsrate bisher. Blitzrate. Beschwörungsrate. Ein Elementar. Jetzt haben wir noch 2 Legendäre. Komm. Ich habe einen Drachen im Gefühl. Ein Duschen. Und bam. Komm, irgendwas Cooles. Meerjungfrau. Na, keine 5 braucht er eh nicht, aber ich denke, die Rate ist ganz gut. Er hat genug Net 5s. Wir haben bekommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe nur 5 geraten. 7 waren das. Wow. Krass. Trinity so shit, hab keine Ahnung, was er den Fives angeht. Ja, nicht so cool, leider. Winterzeit ist die Zeit, wo die meisten krank sind werden. Ja, das war. Ist auch mega kalt draußen. Aktuell jedenfalls. So, das war's mit diesem Account. Ich hoffe, die Beschwörung war okay für dich, Exe. Und wir wechseln jetzt mal ganz kurz. Dann kämpfen wir einmal gegen Shades. Oh Gott, ich werde so sterben. Komm, machen wir es einfach mal. Oha, kann ich dir den Platz für 10 Ekos abkaufen? Welchen Platz? Hab dich bis jetzt nur auf YouTube geschaut und dachte mir, ich schau mal auf Twitch vorbei. Yay! Freut mich, dass du da bist. Wir kämpfen gegen Shades! Ehemaliges Gildenmitglied, übelster Lacker. Und wieso klaust du meinen Bollwerk? Ich wollte den doch benutzen. Nehmen wir besser nicht meinen Wolong, weil ich mit dem dann nicht so klarkomme. Nehmen wir mal Garni mit rein. Und dann nehmen wir. Ich habe keine Ahnung, was der für Monster gleich auspackt. Bestimmt irgendwelche LDN 5s oder so. I don't know. Und er kann jetzt voll gut im Stream hören, was ich mache. Ah, ich wollte Okeanos noch mitnehmen. No. 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 Shit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe eigentlich verloren, ne? Ja, ich habe schon voll verloren. Aber wir holen unsere Trickkarte. Feuerlich. Jetzt kommt LDNet 5. Bestimmt Oberon oder so. Ist voll mies die Combo mit Dings. Diane, wie heißt sie? Ja, oder der. Mit Emilia und Bollwerk. So mies. Ich wollte das nicht. Das wollte ich gar nicht. Mein Problem ist, ich wollte die Serban, aber kann ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht. Ich hätte sie ja selbst nehmen wollen. Nach meinem Musa. Mist. Kannst du mal kurz dein Garni zeigen? Ja, dann sieht er das. Ja, wir machen das jetzt sofort. Ja, ich zeige ihn nach dem Kampf, ja. Aber gut ist er nicht. Gibt sich jetzt richtig viel Mühe. Naja, ich bin eh nie gut in RTA. Also von daher. Wir haben jetzt unseren einzigen richtigen Damage-Dealer verloren. Also nach dem Wasseraffen. Aber ja, mal schauen. Wie kann man Sounds machen? Du musst Ausrufezeichen und dann das Wort eingeben, das da unten steht. Good girl. Good girl. Oh, yeah. Zum Beispiel. Yeah. Oder bam. Oh, yeah. Warte, ich glaube, das funktioniert erst, wenn der Sound vorbei ist. So, Wooster kommt als erstes zum Zug. Und sein Ballback hat 5 Stacks. Ich hasse das deswegen. Tja, wenigstens hat mein Wasser ab und resistet, das war gut. Ah, mein Feuerlich! No, resiste! Oh.
Den Dot hat er resistet, sehr gut. Bin stolz auf dich. Sehr stolz. So, wen setzen wir zurück? Den Okeanos setzen wir zurück. So, dann machen wir jetzt das hier. Nice Triple Stun. Dann healen wir uns ein bisschen. Und der will mich gleich töten, der Mistkerl. Er lebt noch, aber ganz knapp. Machen wir hier. Ja, genau. Ist auch ein Sound. Du brauchst halt genug Dings. Genug. Ich mach nochmal hier. Du brauchst halt genug. Wir killen den erstmal. Du brauchst halt genug. Wie heißt das? Du brauchst halt genug Nekos, um die Sounds durchzuführen. Ansonsten kommen die halt nicht. So, goodbye, Ciara. Goodbye. Sieht sogar besser aus, als ich dachte, irgendwie. Die Stunts waren aber voll auf meiner Seite. Das war so heftig. So. Diesmal Slow Stun. Bam. Wieder einer. Tja, und jetzt können wir das machen. Bollwerk hatte eh 5 Stacks, also bringt ihm das gar nichts. Tja. Deswegen ist das Booster-Schild so krass gegen ein Bollwerk. Weil er dann weniger healt. Und wir stunnen schon wieder. Das ist cool, ne? So. Diese Stunts. Ich wünsche mir, ich wäre so gut wie du. Ah, ich bin gar nicht so gut. Ich glaube an dich. Dankeschön. Ich glaube auch an mich. Irgendwie jetzt. So, genau. Da ist ein Sound. Was haben wir noch? Das wird mit Y geschrieben. Deswegen hat das nicht geklappt. So. Da haben wir gewonnen. Alright, so. Schauen wir mal noch ein bisschen in richtige RTA rein. Hier werde ich jetzt sowas von verlieren. Ich sag's euch. Wir haben die letzten 5 Kämpfe alle verloren im letzten Stream, als wir Molong getestet haben. Mal sehen, ob es heute besser läuft. Aber wir haben auch nur gegen Goldspieler gekämpft. Wenigstens haben wir jetzt einen Silber 3 Spieler. Ich sag euch, meine Geheimwaffe, der Feuerlitsch, hat wirklich Wunder bewirkt eben. Was? Was ist das denn für ein Team? Da war ich nicht dabei. Jetzt weißt du es. War nicht so cool. Also war lustig, aber nicht so cool. Ich bin überfordert. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Kann man nehmen Wasser auf mal. Amana. Das ist ein komisches Team vom Gegner. Fran, ja. Ja. So, wir nehmen noch Dings, Bollwerk und dann nehmen wir noch. Komm, ich habe Lust auf Leo und ich soll mein Garni zeigen, dass mein Garni nicht so gut. Der muss viel schneller sein. Und ja, nicht so gute Stats. Verkaufst du mir deinen Account für 1000 Nico? Nee. Jetzt bin ich dabei und jetzt wirst du gewinnen. Ich hoffe es. Gold solltest du schaffen. Nee, ich bin nicht so der Gold-RTA-Spieler. Wen bannen wir? Ist mir eigentlich total egal. Ich glaube aber, ich bann den Rakan. Ja, ich glaube schon. Ich sag mal GG für die Stunts. Ja, waren schon heftig, ne, die Stunts. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Aber auf meinen Dings ist irgendwie immer Verlass auf meinen Feuerlitch. Der geht immer ab mit den Stunts. Trink ein Glas Milch auf mich. Wie kann man Neko sammeln? Du musst einfach nur zuschauen. Oder du spendest Geld oder Bits oder Subs oder so. Aber ansonsten musst du nichts dafür machen. Wie funktionieren Zerstörenruhen? Je nach. Ich glaube 3% von dem Schaden, den du machst, fügst du dem dann. Zerstörst du die HP von dem und dann sind die halt rot. Und ja, dann kann die nicht mehr geheilt werden. Die AP-Anzahl. Also das heißt, er kriegt dann nie mehr 100% Heal, auch wenn er revived wird oder so. So, soll ich das sofort machen? Nee, ich brauche das noch gar nicht. Der spielt im Automodus, ne? Fragerunde 2.0. Wie viele Sixers? Ich weiß es gar nicht, wie viele Sixers ich habe. Also auswendig weiß ich das überhaupt nicht. So, komm, wir killen die jetzt sofort. Das ist eine easy Runde. Also, goodbye. Als nächstes gehen wir auf den Wassertyp. Wobei, der Amana kann ja eh
reviven. Das wird er jetzt auch gleich machen. Ich mache den Skill trotzdem mal. So, er macht jetzt seinen Shit. Dann können wir wieder die Frank töten. So, boom. Da seht ihr so ein bisschen Destroy, weil mein Leo auf Destroy ist das Rote da hinten. Ich mag die Runen eigentlich sehr gerne. Destroy Runen sind... Ist, mein Lieblings-Offset nach Wille sind Destroy Runen. So. Goodbye. Jetzt, Amana. Ne, hat noch immer ein bisschen. Jetzt aber. Okay. Gut, hat, diesmal hat's geklappt. Die Gegner kamen jetzt auch auf Destroy. Gefährlich, weil der Leo ja mal auf Zerstörerrunden war. Ja, der ist noch immer auf Destroy-Runden. Ich habe ja mehrere, aber der ist auf Destroy. Hab halt drei Leos. Einer ist auf Destroy, also Vampir-Destroy, der andere ist auf Rache, nee, doch, Gewalt-Rache. Und der dritte ist auf, weiß ich nicht, Nemesis-Rache-Rache oder so. Wie findest du Xian? Schlecht. Schlecht. Hab einige gesehen, die Fake Liesel bekommen haben. Ich finde ihn gut. Ich bin nicht so der Fan von Liesel, muss ich zugeben. Aber jeder soll das bauen, worauf er Lust hat. Ist dein Bollwerk auf Rache? Ja. Schutzwille Rache ist mein Bollwerk. Warte, ich wollte ihn zeigen. Hier, das ist mein Bollwerk. Schutzwille Rache. Und das sind die Stats. Ist okay. Aber ihr könnt mehr HP haben. Also ihr könnt wirklich ein bisschen mehr HP vertragen. Aber ja. Hier müsste man mehr HP rausholen. Und hier. Hier, das müsste man eigentlich grinden. Wäre ganz cool. Komm, wir machen das einfach mal. 6! Komm, 6! Na, 4. Ja, hier bräuchte ich HP. Jetzt hat er ein bisschen mehr bekommen. Okay, nochmal. RTA. Danke für den Follow. Mülli 2. Der braucht mehr Death Heaven. Ja. Ja, mehr Death, mehr HP. Die Monster könnten eigentlich alles vertragen. Oh nein, Goldspieler, jetzt werde ich sterben. Jetzt haben wir Runen von Kamine. Lohnt sich nicht. Nicht nachbauen. Nabend. Was mich wirklich interessieren würde, wie viele aktive Spieltage hast du? Ich kann gleich reinschauen, wie viele Tage ich habe. Also aktiv waren die... Am Anfang habe ich halt kaum gespielt, also die erste Phase. Und momentan ist es eher so, ich logge mich ein, mache den GK und gehe wieder raus. Ich mache nicht mal die Tagesmission, das ist voll komisch. Das war mir früher so wichtig. Und auch alle Events, ich musste die unbedingt abschließen. Und jetzt bin ich so gar nicht mehr darauf. Weil das Leben oder die Lebensart sich so voll verändert hat. So, wir haben ja Molong genommen, fällt mir gerade auf. Oh oh. Okay, wir haben Molong genommen. Wir nehmen noch Chao mit rein und dann nehmen wir noch. Ich weiß, Annabelle nutzt man eigentlich nicht so auf den RTA, aber komm, wir nehmen die einfach mal. Warum nicht? Servo muss jetzt los, kannst mein Review ins YouTube-Video machen. Muss leider weg. Was muss ich bei dir denn anschauen? Ich spiele 470 Tage aktiv. Nein, 470 Tage. Aktive Tage sind es vielleicht 17. Oh. Wen bannen wir? Ich habe eigentlich keine Lust auf die Josephine, aber ich bann den da. Okay, schauen wir mal. Nehmen wir HP. Mein Account wurde gehabt. Nein. Ciao, Lucian Shazoon. Okay. Schaue ich gleich rein. Ich mache eh nicht mehr so lange heute im Stream. Weil mein Hals schon wieder weh tut. Aber wir haben auch früher angefangen. Und ich muss noch ein Video schneiden für morgen, damit das noch pünktlich rauskommt. Der spielt auch im Automodus. Ach man, ey, die dummen Leute hier. Und er landet den Defense Break einfach auf meinem Affen und hat ihn wirklich zurückgesetzt. Och, no way. No, 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 no. Okay, wir machen mal direkt den Heal. So, Molong. Ja, nicht das Richtige gestrippt leider. Sehr gut, ciao. So. Oh, mein Molong. Mein armer Molong. So, jetzt Defense Break.
Wo ist Stella Action? Warte, wir killen jetzt den hier. Erstmal. Sehr gut, Molong. Und dann gehen wir auf die Vanessa als nächstes. Aber das gewinnen wir, das ist easy. Aus der Gilde ist er draußen und ich habe ihn nur auf einem Account auf der Gilde. Passwort, Nutzername, Profilbild, Mail wurden geändert. Hat sie denn zwei Passwörter? Also hat sie ein sekundäres Passwort? Das ist voll heftig, wenn sowas passiert. Voll schade. Molong ist mit Bollwerk auch sehr gut. Ja, haben wir noch nie getestet. Müsste ich wirklich mal testen. Molong mit Bollwerk. Hatte ich nicht, nein. Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall sicherer, wenn man zwei Passwörter hat. Und wenn dann halt auch dieses E-Mail-Passwort-Ding da kommt, diesen Code, dass man den eingeben muss. Das stört mich ja immer beim Beschwören, weil wenn die Leute dann nicht da sind und ich den Code brauche, dann kann ich nicht beschwören. So, Molong kann leider nicht seinen dritten Skill machen, weil er provoziert wird. Aber ich würde es gern machen, auch wenn wir zu wenig HP haben. Einfach mal so. Nein, jetzt wird er schon wieder gestunt. Mist, wir killen die vorher. Scheiße. Werde ich auf jeden Fall einrichten. Warte, wie ist er an den Code vorbeigekommen? Bei manchen Accounts wird kein Code abgefragt. Ich glaube sogar, wenn man kein zweites Passwort hat, wird kein Code abgefragt. Glaube ich. Irgendwie. Habe ich so in Erinnerung. Das soll es jetzt gewesen sein. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bye bye und vielen Dank für die ganze Unterstützung. Auch wenn ich viel weniger Zeit habe als vorher, freut es mich, dass ihr noch immer dabei seid. Das ist immer schön. Wieso kriege ich nie mein Emote hin? So. Jetzt hat es geklappt. So, bye, Telefication. Und wir sehen uns bald wieder. Bye!